Und jetzt geht es im nächsten Test um die neue HA-Serie von Armstrong. So wie wir es euch von der Bootsmesse aus Düsseldorf schon vorgestellt haben, wurde diese gestreckte Serie nochmal vollständig überarbeitet. Geblieben sind natürlich diese unglaublich hervorragende Qualität der Kohlefaserverarbeitung und halt auch die multiple Verschraubung. Ausgestattet ist das Ganze hier mit einem 39 cm langen Rear Wing, sehr dünn und schlank gehalten. Die Aufnahmen sind bekannt. Das ist ein 6-fach Konus, der hier im Mast geführt wird. Und der Mast ist bei uns im Test 86,5 cm lang. Der Frontflügel hat einen gänzlich neuen Shape. Wir haben zur Abrisskante eine wesentlich tiefere Konkave, die ist fast durchgehend bis ins letzte bisschen des Tipps hinein. Insgesamt ist der Flügel ganz leicht geschwungen. Wir haben ein bisschen mehr Rundung in der Anströmkante, also der Radius ist ein bisschen größer, ist nicht ganz so scharf. Und auch die Profildicke ist minimal höher als beim Vorgängermodell. HA, das ist klar, das steht hier für High Aspect. Und von dem Aspect Ratio ist der Flügel ungefähr gleich geblieben zum Vorgänger. Das, was der Hersteller verspricht, ist, dass hier jetzt eine wesentlich höhere Toleranz, wesentlich mehr Forgiveness vorhanden ist gegenüber dem Vorgängermodell. Aber auch die Leistung soll hier in einigen Bereichen gesteigert sein. Geblieben ist natürlich die Ausstattung mit Titanschrauben. Alles ist in M6 gehalten mit Torque. Und die Qualität der präzisen Verarbeitung im Kohlefaser-Sandwich ist hier echt weiterhin enorm. Um das Aufstiegsvermögen genau einschätzen zu können, ist natürlich auch wichtig zu sehen, womit haben wir das getestet. Wir haben das mit Boards von 55 bis 106 Liter getestet, mit unterschiedlichen Konzepten. Und die Leistung ist jetzt beim neuen HA 880 von dem Vorgängermodell, der befriedigend war in diesem Bereich, auf sehr gut angestiegen. Das heißt, dass die Strömung jetzt viel einfacher und früher anliegt. Man braucht hier keine großartige Technik. Bei viel Wind geht das Ganze halt mit so Sub-Downwind-Shapes ganz von alleine. Die haben schnelle Vorwärtsgeschwindigkeit und auch beim Anpumpen reagiert der Flügel überhaupt nicht nervös, sondern nimmt schön und schnell die Strömung an. Von der Sensibilität und dem etwas schwerer zu handhabenden Pitchverhalten des Vorgängers ist hier ebenfalls nichts mehr zu spüren. In dem Moment, wo der Flügel angeströmt ist, ist er nicht fest eingeloggt, aber er braucht auch keine großartige Führung. Er läuft einfach sauber durch, hat einen leichten Vorfußdruck, kann man sehr schön vom Trim in jedem Board halt in der Regel gut anpassen und ist halt ein absolut ruhiger Flügel von der Sensibilität in der Pitch-Achse und bedarf nur eines wirklich geringfügigen Fahrkönns, um damit umgehen zu können. Er ist aber auch nicht so fest eingeloggt, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt hier einen hohen Wingspan, da gleitet dann wieder die Drehfreude. Nein, das ist gar nicht so, sondern er lässt sich halt auch aus dieser Position wirklich frei in der Pitch auf und ab bewegen, wenn man es gerne wünscht, mit einem ganz leichten Widerstand. Aber er geht auch ganz entspannt halt in die Yaw und in die Rolle. Genau das gleiche und schöne und harmonische Feeling und Feedback wie auf der Pitchachse gibt es in der Rolle und in der Yaw. Der HA 880 ist bei uns im Test, zeigt sich wirklich sehr drehfreudig. Ja, klar, er ist nicht ganz so drehfreudig und so intuitiv wie die MA Series, aber wir sind hier nicht mehr weit weg und das Ganze kommt schon nah an die Leistung eines MA dementsprechend ran. Also man braucht auch nicht besonders viel Kraft, um in die Rolle zu kommen. Klar, 880 ist jetzt auch kein Riesenflügel. Unsere Fahrer waren hier vom Gewicht halt zwischen 72, 85 und
97 Kilogramm. Nur zur Info. Und klar, wer sich für einen High-Aspect-Flügel entscheidet oder sich dafür interessiert, der will natürlich auch Glide. Und da muss ich die neue HA-Serie von Armstrong ebenfalls nicht verstecken. Vergleichen wir das mit den von uns schon getesteten Flügeln, zum Beispiel mit einer H-Series von Cabrina, so liegt hier der Glide sogar noch ein Tickelchen über dem der H-Series von Cabrina. Und wenn wir den Klassenprimus nehmen, den Eagle von F1, so kratzen wir ganz knapp an dem Level dieses Foils. Aber das Ganze mit einer wirklich spürbar schöneren Drehfreude. Und es muss natürlich auch noch erwähnt werden, wie schön der HA880 auf den Pumpimpuls mit wirklich zügiger Vorwärtsbewegung reagiert. Also das ist wirklich etwas Besonderes, wie effizient sich dieser Flügel pumpen lässt. Beim Springen liefert die neue Serie hier einen wirklich guten Pop. Ist auch wieder im Vergleich halt nicht ganz so explosiv wie bei der MA-Serie. Da geht es aufgrund der geringeren Spannweite des Flügels, lässt sich sowas nochmal ein bisschen besser handeln. Aber von der hohen Geschwindigkeit gibt es hier bei der HA-Serie auf jeden Fall ein hohes Maß an Leistung abzurufen. Auch das Eintauchen, sprich die schnell wieder anliegende Strömung, ist einfach sehr gut. Das halt merkt man beim Breachen, merkt man beim Landen, bei allen Faktoren ist das Ganze hier wirklich ein ganz ausgezeichnetes und sehr schön auskonstruiertes Profil geworden. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Firma Armstrong hier im Detail an einem Flügelkonzept halt gearbeitet hat und das halt wirklich etwas, was vorher schon eine sehr gute Performance hatte, aber insgesamt doch recht schwer zu fahren war, die erste Serie, die erste HA-Serie, die dann halt so weit zu verändern und zu modifizieren, dass daraus halt wirklich ein optimaler Arounder für den fortgeschrittenen Fahrer wird, der absolut ohne Nicklichkeit eine sehr hohe Leistung in puncto Glide, Geschwindigkeit, auch die ganze Range vom Geschwindigkeitsbereich, die ist halt einfach immens angewachsen. Also es ist auch so, dass im Low Speed in Manövern die HA-Serie ohne weiteres gut mit klarkommt. Klar, es ist hier kein Einsteigerflügel, sondern braucht halt schon einen Fahrer, der weiß, wie man den Flügel halt führt und wie man ihn von insgesamt allgemein der Wingfoil-Technik zu fliegen hat. Aber schwer ist das Ganze, wenn halt ein mittlerer Erfahrungsschatz vorhanden ist, ist das Ganze hier nicht. Und dann wird halt auch eine wirklich sofortige, riesige Bandbreite an Fahrleistung von sehr schönen Sprungeigenschaften bis hin zu wirklich guter Drehfreude und Top-Glide, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. Und das Ganze bringt halt einfach super einfach, sehr, sehr viel Spaß. Und vergleichen wir es nochmal mit den Mitbewerbern. So sind wir hier in dem Bereich des Glides in der absoluten Top-Klasse. Auch in puncto Drehfreude, was High-Aspect-Flügel angeht, sind wir hier ganz oben in der Spitze. Und vor allen Dingen sind wir hier wahnsinnig gut dabei in puncto Forgiveness, Fehlerverzeihendes, Fahrmoment und Geschwindigkeitsbereich von bis, also wie ruhig ist der Flügel bei hoher Geschwindigkeit, fängt er an zu drücken, wenn du in den höheren Wellen fährst und dergleichen, oder kann er sich, trägt er noch halt bei langsam gefahrenen Manövern, das alles beherrscht er wirklich halt in einer großen, sehr, sehr schönen Bandbreite. Und das alles betrachtet in Kombination mit der außergewöhnlich hochwertigen Verarbeitung und sehr, sehr hochwertigen Ausstattung, ist das Ganze hier von unserer Seite aus ein wirklich sehr, sehr empfehlenswerter High-Aspect-Flügel, den man sich mal genauer anschauen sollte. Klar, kostet ein bisschen mehr, aber gute Qualität hat einfach ihren Preis.